Ja, hallo zusammen, mein Name ist Alex, ich bin Frontend-Entwickler aus Saarbrücken und ich möchte euch zeigen, wie ihr in einem Spreadshop eigene Artikelbilder benutzen könnt, die ihr selbst geknipst habt. Es gab eine Anfrage im Forum von Steffen Schmidt, der hat danach gefragt und die Aussage von Spreadshirt ist, es geht nicht. Ich habe mir ein Workaround dazu überlegt, wie es denn doch funktioniert. Wir nutzen dazu CSS. Das ist ein bisschen durch die Brust ins Auge, das macht aber nichts, denn es funktioniert. Ich habe als erstes mal Grafiken hochgeladen, die ich benutzen möchte. Das könnt ihr tun im Bereich Shops. Dort unter Aussehen Grafiken ladet ihr einfach Bilder hoch. In dem Fall 190x190 Pixel groß, wenn es die Standardeinstellungen des Shops sind. Ihr verwendet natürlich Bilder, an denen ihr die Rechte habt. Das hier sind Bilder von placekitten.com, die darf man frei verwenden. Und legen wir einfach los. Das erste, was ich machen möchte, ist, ich will, dass diese Bilder hier in der Artikelübersicht verschwinden. Das Ganze mache ich mit CSS in dem Bereich Shops, wähle dort meinen Shop aus und klicke auf CSS. Hier ist das Textfeld für die Shop CSS. Und ich brauche jetzt einen Pfad zu den Bildern, damit ich diese ausblenden kann. Ich benutze, um mir sowas rauszusuchen, Firefox mit Firebug in Kombination. Dann gucken wir gerade mal. Der Pfad zu dem Bild, den man hier verwenden könnte, ist die Div-ID Artikellist und darunter eine Div namens, wo war sie? Genau hier, mit der Klasse Article Images. Also sage ich in meinem CSS, ich mache Firebug mal wieder zu, sage ich in meinem CSS in der Div-Artikel-List und darin in der Div mit der Klasse Article-Images hätte ich gern, dass das Image das Attribut Visibility Hidden bekommt, also verschwindet. Ich speichere das Ganze mal ab und lade den Shop neu. Und die Bilder sind weg. Prima. Jetzt wollen wir den Anchor-Tag, der um das Bild drumherum ist, nutzen, um dort ein Hintergrundbild einzubinden. Damit man den sieht, schalte ich da mal gerade eine Border ein. Das ist immer noch mein Pfad. Und darin hätte ich gern, dass der Anchor-Tag eine Border hat von einem Pixel in Schwarz. Und das sieht man, wenn die Bilder weg sind, dann fällt das Anchor-Tag so zusammen. Das müssen wir jetzt fixen. Ich gebe ihm zunächst mal eine Position von absolut. Und die Breite und die Höhe, die wir haben wollen für die Bilder, das sind 190 mal 190 Pixel. Uns das mal an. Das sieht eigentlich so schon ganz gut aus. Das Ganze klebt jetzt nur links oben in der Ecke und das soll halt so ein bisschen vermittelt auf diesem grauen Hintergrund sein. Deswegen gebe ich dem noch ein Margin mit, also einen Außenabstand. 4 Pixel von oben, 0 von rechts, 0 von unten und 4 Pixel von links. Das sieht super aus. Da binde ich jetzt meine Hintergrundbilder ein. Und zwar brauche ich dann auch wieder einen Pfad, und zwar jeweils zu dem Artikel, wo ich das Hintergrundbild tauschen möchte. Machen wir Firebug nochmal an. Und suchen uns was raus, was hier für unique ist. In dem Fall, das Ganze liegt in einem Form-Tag und er hat immer einen eigenen ID-Namen. Also hier Formartikel 16446788 und darüber selektieren wir das. Nochmal zurück ins CSS und dort sage ich jetzt in dem Div Article List gibt es eine Form mit dieser ID. Darunter gibt es den Anchor-Tag. Und der kriegt jetzt einen Background.
Background ist eine URL. Und zwar die URL meines Bildes. Ich schnapp mir einfach mal das erste. Hier haben wir die URL. Das binde ich jetzt ins CSS ein. Speichere es ab. Und guck nochmal auf die Seite. Und wir haben das Bild getauscht. Sehr schön. Ich mache das gerade noch für ein weiteres Bild. Also für einen weiteren Artikel, damit man auch sieht, dass das funktioniert. Ich schnapp mir von diesem auch wieder die ID vom Formular. Und binde auch hier den Hintergrund ein. Nehmen wir die nächste Grafik. Cat Content ist ja immer toll. Abspeichern. Neu laden. Und wir haben eine total verschobene Katze. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Aha, alles klar. Ich habe vergessen zu sagen, der Hintergrund gehört ins Anchor Tag und nicht ins Formular. Prima. Da ist sie, die Katze. Was ich jetzt noch vermisse, es gab vorher eine Funktionalität, dass wenn ich über die Artikelbilder drüber gefahren bin und dann habe ich den Print auf dem T-Shirt groß gesehen. Das ist jetzt weg, da wir gesagt haben, Bilder sind grundsätzlich ausgeblendet, aber auch das können wir fixen. Und zwar, indem wir im CSS sagen, bei der Article List in den Article Images, ist es so, dass wenn ich über das Anchor Tag drüber fahre, dafür benutze ich den Pseudo Selector Hover, dann soll das Bild sichtbar sein. Also für dieses Bild setzen wir die Visibility wieder auf Visible. Ich speichere es ab. Lade die Seiten neu. Und das wird zwar jetzt schon angezeigt, aber es ist so ein bisschen versetzt. Und das kommt daher, da das Bild in der Artikelübersicht eigentlich einen Margin hat, der muss jetzt noch raus. Okay, das war hier. Setzen den Margin auf 0. Und was ich jetzt gleich noch mache, ich setze den schwarzen Rand, den wir noch haben, den mache ich auch weg. Nochmal speichern. Seiten neu laden. Und jetzt funktioniert es genauso, wie es soll. Das Ganze sieht prima aus. Wenn ihr euch den Code anschauen wollt, wie gesagt, codeplayground.spreadshot.de. Dort findet ihr das Ganze. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über Follower. Vielleicht wollt ihr mich mal bei Twitter followen. Das ist Alex Dahlem. Dort findet ihr mich. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Fix. Und bis dann. Ciao.